Unser Safe Word ist Oklahoma. Aber da hören wir nicht drauf. Das Schöne an dem Safe Word. Ja. Oklahoma. Da wird knallhart weitergemacht. India, du kannst Vollgas geben, wenn jemand Oklahoma sagt, machst du einfach in einer Tour weiter, ohne mit der Wimper zu zucken. Okay. Und den fragt sich Helmi Oklahoma. Mal hier Stimmungsbericht. Max, wie hast du schon Bock auf die Domina? Ja. Ja. Vielleicht buchst du sie auch gleich. Nee. Aber ist bestimmt relativ teuer. Glaubst du? Ja, können wir mal erfragen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Sieht für dich so ein perfekter Tag aus in dir? Zuerst mit einem Besuch im SM-Studio? Mhm. Also ich glaube, ich kann mir gerade nichts Besseres vorstellen. Sehr gut. Wenn ich mir gleich vorstelle, dass ihr gleich alle schön vor mir steht. Ehrlich gesagt, super. Jetzt geht's gleich los. Jetzt. Wir befinden uns vor der Tür von dem Studio von Domina Lara Schneider. Jetzt schauen wir mal, was die Just Friends Crew so erwartet und was da so alles passieren wird. Das macht schon strengen Eindruck hier an der Tür. Ja. Jetzt machen wir mal. Gucken, ob jemand kommt. Die Klingel, die hört sich schon einigermaßen handelsüblich an. Aber was dann sonst noch so auf uns zukommt, was wer Lara Schneider ist. Ich bin mal gespannt. Ich höre eine Stimme. Kommt. Dann gehen wir mal rein. Ich hab Angst. Dann wären wir hier im Raum der Räume. Wir haben hier unterschiedliche Dinge. Zum einen ist das ein Spekulum. Mit dem Spekulum, das kennen sicherlich alle Frauen beim Frauenarzt. Hier haben wir ein Darmrohr. Eine Nervenröhre, nee, Nervenzange, die ist super zum drüberstreichen. Ein Harnröhrendehner, ja, kannst du mal reinschauen. Harnröhrendehner, da gibt es auch unterschiedliche Größen. Harnröhrendehner, das größte wäre hier bei dieser Größe. Und kleine Dinge für Brustwarzen. Und jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Bevor es nämlich zur Sache geht, wird natürlich eine Darmreinigung gemacht. Dazu wird dieses Darmrohr eingeführt und der Darm gereinigt, damit letztendlich die Dinge besser reingehen. Die haben wir natürlich in verschiedenen Größen. Ja, unterschiedliche Größen. Einmal etwas für den etwas wilder. Und hier die kleineren Größen. Das gehört auch dazu. Ja. Und wer möchte, darf dann hier am Stuhl Platz nehmen und die Beine breit machen. Willst du zu hauen, ne? Mhm. Okay, haben wir was zum Hauen? Ich hab jetzt Hose. Was möchte ich denn nehmen bei der Ah! Oh, wirklich! Oklahoma! Das ist immer noch was der Beste. Oklahoma! Gibt kein Oklahoma in England. Auf die Hut? Alter! Oklahoma war das Wort zum Weitermachen. Okay, warte mal. So. Du kannst dich auch noch festschnallen. Ja, lass uns sie noch verschnallen. Das ist eine gute Idee. Und bitte mal so.
Du redest so viel. Du brauchst einen größeren Knebel. Ich habe einen Anfängerknebel gegeben. Oh. Max, ist das Vorfreude in deinem Gesicht? Ich weiß es noch nicht. Ich glaub schon. Na, findet ihr das gut? Noch ein bisschen fester? Normalerweise musst du die Hautbarriere vorwärmen, sonst platzt die hautobere Schicht auf. Was man sich dann erinnern möchte. Ja, das ist super! Sind wir heute wieder ein bisschen lieb geworden, ja? Kommt uns mal. Schönling hier unter uns, der am meisten gehört. Aber nicht hier, nicht das gleiche, was anderes. Okay, dann ist der kriegt's richtig. Der kriegt auch nee, so eine Maske, die ist so schön. Scheiße, ey. Guck mal, du hast schon viel lächerliche Sachen auf der Bühne angehabt. Jetzt ich hab privat-detektiv lächerliche gemacht, aber ich weiß nicht, eine Windel ist. Jetzt mach das doch mal. Das ist lustig. Das ist witzig. Okay, dann zieh ich eine Windel an, kein Problem. Okay, und dann zieh das noch drüber, das mache ich dir dann hinten zu. Geh ins Bad, zieh an. Okay.